Hallo zusammen zu einem neuen Wochenrückblick. Die letzte Woche war extrem streng für mich, aber auch extrem lehrreich und cool. Ich durfte ein Interview führen mit Corinne am Dienstag. Das Interview, also der Podcast, ist am Freitag erschienen. Das kann man immer noch hören auf Spotify und Apple Podcast. Dann habe ich die Agentur Wirtz in Zürich besuchen, was mich sehr spannend und auch inspiriert hat. Und gestern habe ich an der Hochschule Sozialpädagogik, also soziale Arbeit, Gast dozieren mit dem Dr. Professor René Stalder. Und das ist cool gewesen. Ich war den ganzen Tag und am Vormittag konnte ich ihm zuhören, wie sich die ganze Thematik Sozialpädagogik, Heilpädagogik in der Vergangenheit bis jetzt entwickelt hat. Und dann durfte ich noch den Nachmittag aus der Po-Ebene den Studenten ihren Beruf spiegeln. Das war mega, mega cool gewesen. Und am letzten Mittwoch ist auch noch das Interview mit der Regula Späni. Auch auf dem Kanal erschienen, auch das kann man noch anschauen. Und die nächste Woche wird auch wieder intensiv, aber nicht so wie jetzt die letzte Woche, aber auch so Wochen wie jetzt die letzte Woche müssen ab und zu sein. Und dann muss man halt manchmal um 5 Uhr und um 6 Uhr aufstehen, wenn man etwas reissen will. Und auch für sich selber wieder Zeug mitnehmen. Das ist halt manchmal so. Und dann kann man dann auch wieder die ruhigen Tage wie jetzt Samstag, Sonntag ein bisschen mehr geniessen. Also ich habe wirklich eine sehr coole Woche gehabt. Und wie war eure Woche gewesen? Das könnt ihr mir kurz in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Und ja, freut euch auf die nächste Woche. Es kommt ein cooles Interview. Und auch wieder am Freitag einen zusätzlichen Podcast. Das wird doch mega. Und ja. Und was auch noch nächste Woche startet, ist die Eishockey-Saison. Und auf die freue ich mich extrem. Wahrscheinlich werde ich halt mehr Partien im Fernsehen schauen, weil jetzt auch schon die kältere Jahreszeit ist. Und Valascha für mich und meine Spastik jetzt nicht so ab Oktober förderlich ist, aber das wird ja jetzt dann auch anders mit einem neuen Stadion. Aber Eishockey startet und da freue ich mich extrem. Habe ich eigentlich viele Eishockey-Fans in meiner Community. Lass mich doch teilhaben, für wer dass ihr so fanet. Ich bin natürlich, seit ich denke, ich habe andere Fan. Und es wird eine spannende und wieder sehr emotionale Saison. Aber es wird auch wahrscheinlich eine coole Saison. Also, habt Spass und einen guten Wochenstart. Bis dann. Tschüss zusammen.